Einen wunderschönen, liebe Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Ja, lange ist es her, aber es ist mal wieder Zeit für Frag von Ben. Frag von Ben. So, fangen wir direkt an mit euren Fragen. Ihr habt sie gepostet unter das letzte YouTube-Video und bei diesem Video natürlich auch wieder. Wenn ihr Fragen habt, postet es einfach unter das Video in die Kommentare rein. Fangen wir an mit Frage Nummer 1 von RaptorXLP. Hi Ben, vielen Dank für deine hilfreichen Videos. Meine Frage, wann benutzt du ND-Filter der Stärke 8, 64 oder auch einen Variablenfilter von 2 bis 400? Auch für Langzeitbelichtung. Wann ich den benutze? Naja, wenn es zu hell ist, dann benutze ich einen ND-Filter. Wenn es nicht so hell ist, benutze ich einen 8-fach. Wenn es sehr hell ist, ein 64-fach. Und wenn es sehr, sehr hell ist, ein 1000-fach. Ein 2- bis 400-fach benutze ich eigentlich fast gar nicht, außer vielleicht zum Filmen. Aber ich besitze selber keinen. Manchmal, wenn wir einen haben, dann zum Filmen. Hauptsächlich, aber sonst nicht. Kyla F. fragt, Tag Ben, gucken dich Fotografenkollegen manchmal schief an, wenn sie sehen, dass du keine 50.000 Euro Ausrüstung hast? Eigentlich nicht, weil ich bin sehr wenig mit anderen Fotografenkollegen unterwegs. Wo das eher passieren könnte, ist bei Pressefotografen, weil da stehen sie alle nebeneinander und alle mit den gleichen Dingen, aber die kennen sich meistens auch. Und es muss keine 50.000 Euro Ausrüstung sein, also auch schon eine 10.000 Euro Ausrüstung ist ziemlich teuer. Ja, 50.000 Euro Ausrüstung ist schon ein bisschen verrückter. Meine Ausrüstung ist auch viel wert, wie viel sage ich nicht, aber viel. Vielleicht 50.000 auch. Dann würde ich dich schief angucken wahrscheinlich. Weil die mich schief angucken, weil die denken und ich denke und wir denken alle gleichzeitig. Don John fragt, Yo Ben, sag mal, wie würdest du mit Menschen umgehen, die deine Werke verbessern möchten? Beispiel, ich war erstmals mit meiner GoPro auf einem Festival unterwegs und habe anschließend einen Aftermovie geschnitten. Nun bekomme ich von vielen Seiten Verbesserungsvorschläge. In der Fotografie ist mir das auch schon öfter passiert. Annehmen, umsetzen oder ignorieren. Sag mal Meinung, Digga. Hashtag sag mal Meinung, Digga. Geiles Hashtag. Das wäre eigentlich ein geiles Hashtag, wirklich. Vielleicht mache ich das bald mal. Meine Meinung dazu habe ich schon in einem Kritikvideo, glaube ich, mal geäußert. Ist aber schon ein bisschen her. Ich sage grundsätzlich Kritik sinnvoll, wenn sie mich interessiert. Ja? Also wenn ich jemanden nach Kritik frage, dann ist sie sinnvoll. Ja? Wenn ich zum Beispiel eine Art Mentor habe und sage, diese Meinung bedeutet mir sehr viel oder einfach manchmal auch Leute frage, die nichts damit zu tun haben, einfach um zu wissen, wie sie darüber denken, weil sie eine andere Denkensweise zum Beispiel haben, dann interessiert mich diese Meinung. Meinungen, die mir aufgesetzt werden oder aufgedrückt werden von Leuten, die mich nicht interessieren, die ich nicht kenne, interessieren mich. Also nicht, sagt ihr schon das vorher. Hergegangen, was ich gerade gesagt habe. Deswegen ignoriere ich das. Ja? Nehme es nicht an und setze es auch nicht um. Wenn mich jemand interessiert und mir jemand wichtig ist und die Meinung von jemandem wichtig ist, dann überlege ich mir das, ob das gerechtfertigt ist, ob das Sinn macht, ob das vielleicht bewusst gegenteilig gemacht wurde. Und wenn es so ist, dass manchmal es auch so sein kann, dann nehme ich das an. Ja? Aber ein Großteil der Leute, die kritisieren, interessieren mich nicht. Würde ich nur das tun, was andere Leute von mir denken oder erwarten, was ich tue, dann wäre das Leben ganz schön langweilig, glaube ich. Me first. Achso, first soll das heißen wahrscheinlich. Okay. Wieso arbeiten so viele Fotografen immer mit einem Apple Mac-System, um ihre Bilder zu optimieren und zu verwalten? Welcher Sinn und welche Vorteile bietet das Mac-System? Pro, Contra zwischen Apple und Microsoft würden mich mal interessieren. Ich mag Mac, weil er sieht so schön aus. Benin Meyer fragt, wo nimmst du dein ganzes Kameraequipment im Flugzeug mit? Handgepäck oder Tasche, Koffer? Oh, am liebsten mag ich diese Kekse in meinem Handgepäck. Nee, Spaß. Alle meine Kamerasachen, also Kameras und Objektive, nehme ich im Handgepäck mit. Der Rest kommt in Taschen oder Koffer. Meistens habe ich noch eine zusätzliche Kamera um, also im Handgepäck noch eine und dann nochmal um. Und wenn es zu schwer ist beim Wiegen, stecke ich es auch oft in Hosentaschen oder in Jackentaschen und packe es danach wieder ins Handgepäck zurück. Alles, was wertvoll ist, auf jeden Fall im Handgepäck. Festplatten auch im Handgepäck, Stative und anderes Zeug, das kann ruhig in den Koffer rein. Koffer sind nicht so sorgsam oder werden nicht so sorgsam behandelt, deswegen gehe ich da kein Risiko ein. Benny Borger fragt, hey Ben, mal eine andere Frage. Was hörst du eigentlich für Musik?
Oh, das ist wirklich eine interessante Frage. Wer meinen iPod kennt, wer zum Beispiel schon mal bei einem Workshop war oder sowas, der weiß, mein iPod besteht aus der verrücktesten Musikansammlung der Welt. Denn da ist alles drauf, so, weil ich alles gerne höre. Ich habe ja beim Radio gearbeitet und da habe ich jeden Tag das Gleiche immer gehört. Und dann brauchte ich immer einen Ausgleich, damit ich nicht verrückt werde. Und deswegen höre ich einfach alles. Alles, was cool ist. Ich höre Schlager, ich höre Hans Entertainment, Eskalation, ich höre Rock. Ich höre Metal, ich höre Hip-Hop, Deutschrap, ich höre Musical, ich höre alles, ohne Scheiß, alles, was richtig nice ist. Aktuell mag ich sehr gerne Motrip, so wie du bist. Aktuell mag ich sehr gerne Kusawasch und noch Aura. Aktuell mag ich sehr gerne auch Filmmusik immer noch. Ich höre sehr gerne Filmmusik, Inception, Hans Zimmer, Beste, Interstellar auch, höre ich mir sehr oft an. Also ihr merkt, Sebastian fragt, ich finde deine Bilder geil, aber wieso Hochformat? Weil ich sehr gerne mag Hochformat. Christoph fragt, hi Ben, lässt du dich eigentlich immer noch von anderen Fotografen inspirieren oder ist dir inzwischen egal, da du deinen eigenen Stil gefunden hast? Ach ja, und wenn es Fotografen gibt, welche sind das? Fotografen haben mich noch nie so wirklich inspiriert. Manche Fotografen sind bewundernswert wegen ihrem Werdegang oder sowas. Rein der Fotografie wegen finde ich wenig interessant einfach. Ich finde einzelne Bilder immer sehr cool und einzelne Bilder inspirieren mich dann wieder eigene Bilder daraus zu kreieren. Aber ein Fotograf an sich als so Übermensch so, wo ich sage, boah, gibt's nicht. So, aber ich finde manche Werdegänge sehr interessant und nicht nur auf Fotografie bezogen, sondern ganz allgemein so in der Geschäftswelt einfach, wie Leute etwas geschafft haben oder auch motivationsmäßig nicht nur auf Business bezogen, sondern einfach nur, wie sie ihr Leben quasi gemeistert haben. Das finde ich viel beeindruckender als einfach nur allgemein irgendein Fotografen. So, aber einzelne Bilder finde ich ganz cool, aber könnte ich jetzt auch nicht sagen, von welchen Fotografen die sind. Manchmal gehe ich so durch bei Flickr oder in anderen Communities, Flickr eigentlich gar nicht, 500px eher, oder andere Communities oder Facebook, was auch immer, und scroll und dann sehe ich ein Bild, das finde ich geil. Und das finde ich dann cool und dann inspiriert mich das. Ja. Und die letzte Frage kommt von ganz vielen von euch und jeden Tag bekomme ich bestimmt 5 E-Mails mit Fragen, wann gibt es endlich neue Workshops? Ich finde keine Workshops, alle sind ausgebucht. Ja, ist ja auch richtig, wir sind ja auch gerade erst von der Workshop-Tour zurückgekommen und wir machen nur 2-mal im Jahr Workshops, das heißt Frühjahr und Herbst so. Und das Frühjahr ist ja noch einige Zeit bis dahin, aber ab nächsten Monat, also ab Mitte November, Ende November, werden die neuen Workshops online sein und davor gibt es eine E-Mail mit allen Infos, was es so geben wird und wann die genau online kommen, und zwar im Newsletter, den könnt ihr einfach euch kostenlos auschecken auf www.lernvonben.de. Da wird es das alles geben und da gibt es ja auch die Workshops. Also könnt ihr euch schon mal notieren, Mitte, Ende November kommen die neuen Workshops für nächstes Jahr. Wer das gerne verschenken möchte oder sich selber auch gerne beschenken möchte, Ende November ist der richtige Zeitpunkt dafür. Gut, das war Frag von Ben. Dieses Mal, wie ihr sehen könnt, mittlerweile im Jaworski Lab eingezogen. Ja, muss noch einiges dekoriert werden und so ein Scheiß, aber das wird wahrscheinlich nie passieren, glaube ich. So, wenn ihr andere Fragen habt, dann gerne unten in die Kommentare, wie gesagt, reinposten. Dann seid ihr mit etwas Glück im nächsten Frag von Ben mit dabei, wenn es wieder heißt Frag von Ben. So, und ja, ich werde jetzt hier noch ein paar andere interessante Sachen machen und wie würde Peter Lustig jetzt sagen, abschalten. So, also aus meiner Seite gibt es hier noch mehr Videos übers Fotografieren, also doch nicht abschalten, guckt euch lieber die anderen Videos an. Hier ist Abonnieren-Knopf, raufklicken, kein Video mehr verpassen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und hier, lernvonben.de, da gibt es den Newsletter zum Beispiel. Videobeschreibung, auch ziemlich geil. Tschüss!